Auch heute wollen wir uns ansehen, wie die russische Offensive, die seit mehreren Wochen im Osten der Ukraine tobt, vorangeht. Und wir haben verschiedene Videos uns wieder genau angesehen und wollen sie analysieren, einmal von der russischen Seite und auch von der ukrainischen Seite. Und wir fangen einfach mal an mit einem russischen Propagandaerfolg in diesem Fall, nämlich einem sehr beeindruckenden Video eines Sukhoi-Kampfflugzeuges, einer Su-25, die hier tief, um eben diesen ukrainischen Raketen zu entgehen, tief über die Ostukraine fliegt. Und das Besondere ist, Russland beweist diesmal sozusagen, wo dieser Flug lang geht. Wir haben ja vorher Propaganda gesehen, da wurden einfach Flugzeuge irgendwo in Russland lang geschoben und das wurde dann gesagt, das ist Ukraine. Hier sehen wir Popasna. Popasna vor uns, die Stadt, die einzige Großstadt, die Russland bisher im Mai erobern konnte. Der einzige große Erfolg nach 6 Wochen Angriffen auf die Stadt hat man jetzt in Lugansk diese Großstadt hier erobert. Und wir sehen immer mal wieder dieses kurze Anhalten. Die Russen beweisen, wo sie langfliegen. Ja, sie zeigen immer wichtige Häuser, die man kennt, wo man, wenn man die Ukraine so ein bisschen kennt, die Stadt kennt, wo sozusagen das Ganze passiert. Hier wieder vor uns sehen wir jetzt den Rönak, hier den großen Markt. Und gleich wird nochmal eine Schule angezeigt, um eben immer wieder zu beweisen, wir sind wirklich da, wir sind hier über Popasna, die Stadt haben wir erobert, wir können darüber fliegen. Und am Ende, und das ist ganz interessant, werden dann Raketen abgefeuert. Ob da tatsächlich Ukrainer sind, wage ich zu bezweifeln, aber es wird sozusagen westlich der Stadt werden dann die Raketen abgefeuert und die Sukhoi beweist sozusagen, dass sie im Kampfeinsatz ist. Dass ein Propagandaerfolg für Russland nach diesem wirklich kräftezehrenden Kampf um Popasna, ehemals 20.000 Menschen haben da gelebt, vor 2 Tagen erobert durch die russische Armee. Das ist aber auch einer der wenigen Erfolge, die sie dort erzielen konnten. Wir sehen uns nochmal die Lage im Osten an. Popasna hatten wir eben angesprochen, das ist sozusagen hier dieses kleine Rote, was sich hier bewegt hat. Ansonsten haben wir ukrainische Fortschritte. Wir haben gerade einmal nach oben bitte im Norden hier bei Kharkiv haben wir eine sehr erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive. Kharkiv, wir erinnern uns, war im Februar fast schon eingenommen. Die russischen Truppen waren in der Stadt. Im März standen sie überall um die Stadt herum. Es gab wirklich 2 Monate lang Kämpfe in den Vororten und in den Stadtteilen. Jetzt, wir sehen die Stadt immer freier, kaum noch rote Gebiete um sie herum. Und wir sehen uns das mal an. Allein in den letzten Stunden, also seit gestern Abend, hat die Ukraine weitere 5 kleine Orte vor Kharkiv zurückerobert. Und die Russen ziehen sich dort zurück. Und wir sehen uns mal an, wie die Russen sich dort zurückziehen. Nämlich, das ist neues Videomaterial von gestern, was wir gesehen haben. Ein Vorort, Stary Saltiv heißt er. Und das Besondere ist, was wir hier sehen, da müssen wir uns mal drauf konzentrieren. Das ist ein T-90M. Das ist das Allermodernste, was Russland anzubieten hat. Das Modernste, was in der Ukraine unterwegs ist. Bessere Panzer, modernere Panzer haben sie nicht. Und wir sehen uns einmal an, was die Ukrainer mit diesem Panzer auf dem Rückzug machen. Sie zerstören ihn. Stary Saltiv, wie gesagt, eine Stadt nördlich von Kharkiv. Auch hier ziehen sich die Russen im großen Konvoi zurück. Und wir sehen uns gleich noch ein Video an. Das wurde danach gemacht. Hier, so sieht dieser T-90M, seit 2011 gebaut, gibt nur einige Dutzend davon in russischen Beständen aus, nachdem er zerstört wurde. Das also ganz sicher kein Propagandaerfolg für die russische Armee. Und wie das Ganze gemacht wurde, die Ukrainer sagen, das war eine sogenannte Karl Gustav, eine schwedische Panzerabwehrwaffe, die auch von Schweden geliefert wurde und jetzt im Einsatz ist, die diesen Panzer völlig zerstört hat. Doch nicht nur aus Schweden kommen neue Waffen, auch aus den USA. Wir sehen uns das mal an, ganz neues Material, eine M777. Das ist eine Artillerie, eine wichtige Artillerie, die Ukrainer seit einigen Tagen erst einsetzen. Die USA haben zugesagt, davon 90 Stück zu liefern. Das ist eine schwere Artillerie, 155 mm und eben völlig digital. Das heißt, wenn man diese Artillerie auch nur aufstellt, dann weiß die genau, wo sie ist. Also hat ein GPS-System und die Granaten, die abgeschossen werden, wissen sozusagen, wo sie langfliegen, wo sie genau einschlagen in einem Koordinatensystem. Und insofern eine wichtige Waffe für die Ukrainer, eine tödliche Waffe für die Russen. Allein 90 Stück, wie gesagt, wurden davon geliefert von US-amerikanischer Seite. Das wird Russland und wird Putins Armee vor ein extrem großes Problem stellen, wenn sie es überhaupt lösen kann. Wir haben eben schon Panzer angesprochen. Auch da gibt es neue Bilder. Die ukrainische Armee erobert massenweise russische Panzer im Osten der Ukraine. Hier ein T-80, der eingenommen wurde in einem der Kharkiver Vororte, die zurückerobert wurden. Die Ukrainer, wir sehen das wie immer, feiern das Ganze, gucken sich an, was haben sie da genau erobert, gucken sich auch an, ob das noch funktioniert. Denn das ist für die Ukrainer extrem wichtig. Nicht nur, dass sie diese erobern und zerstören, sondern vor allem, dass sie sie auch wieder einsetzen. Und das sehen wir jetzt gleich im folgenden Video. Da sehen wir nämlich, wie ein russischer Panzer, den die Ukrainer bereits erobert und wieder fahrtüchtig gemacht haben, einen anderen russischen Panzer, der noch nicht wieder fahrtüchtig ist, abschleppt.
Und wir sehen, wie sehr sich die Ukrainer hier freuen. Wir haben also hier vorne, ich glaube, einen T-72 und dahinter einen T-80. Beide werden von den Ukrainern, wir sehen noch die alten Zs und Vs von den Russen. Das ist alles Vergangenheit, jetzt sind das ukrainische Panzer. Abschließen wollen wir mit nochmal sehr ernsten Aufnahmen. Wir wissen, hier unten im Süden, in Mariupol, halten immer noch einige ukrainische Soldaten das Stahlwerk, das Azov-Stahlwerk. Wir wissen aber, dass der größte Teil der Stadt erobert wurde und dass die Stadt völlig zerstört wurde. Und während die Russen darüber überhaupt keine Angaben machen, ist relativ klar, dass hier Tausende, höchstwahrscheinlich Zehntausende ukrainische Zivilisten gestorben sind bei der Eroberung der Stadt. Schätzungen gehen von 10% der Bevölkerung aus, das wären 40.000 Menschen, die hier gestorben sind, bei der völligen Vernichtung dieser Stadt durch die russische Armee. Unbestätigt, wie gesagt. Aber was wir haben in der letzten Zeit, waren diese Satellitenaufnahmen von kleinen Vororten von Mariupol. Und da hat man auf den Satellitenaufnahmen gesehen, dass neue Gräber ausgehoben wurden. Und zwar nicht einzelne Gräber, sondern hunderte Gräber hintereinander. Und was wir jetzt sehen, sind, wie ich finde, sehr verstörende Aufnahmen, wo nämlich diese Gräber mit Körpern gefüllt werden. Mit Körpern höchstwahrscheinlich von Zivilisten aus Mariupol. Wir sehen uns das mal an. Hier sehen wir diese Gräber, also schon ein Massengrab, in dem zwar jeder noch sein eigenes Kreuz hat, aber eben hunderte Menschen nebeneinander auf einmal beerdigt wurden. Und hier sehen wir dann auch, ich finde ziemlich schockierend, die schwarzen Leichensäcke aus Mariupol, die dort ankommen, die dort in großen LKWs ankommen. Und hinten sehen wir, wie Bagger dort weitere Gräber ausheben. Also wirklich schwer zu begreifen, das Ganze. Hunderte Menschen liegen hier alleine noch in den schwarzen Säcken und werden dort beerdigt. Wie gesagt, ein Dorf, einige Kilometer westlich von Mariupol. Das ist, man muss es so, so krass sagen, das ist das Ergebnis von Putins mörderischen Krieg in der Ukraine, der eben nicht nur auf eigener Seite mindestens 20.000 Soldaten getötet hat, sondern auf ukrainischer Seite auch tausende Soldaten und, so sieht es aus, zehntausende Zivilisten.